In unserer Bachelor-Thesis Datenbank, Konservierung und Restaurierung von Medienkunstwerken haben wir für die Hochschule der Künste Bern, Abteilung Konservierung und Restaurierung, Vertiefung moderne Materialien und Medien, eine alte Access-Datenbank durch eine neue Datenbanktechnologie und ein modernes Webfrontend ersetzt. Um moderne Kunstwerke ausstellen oder digitalisieren zu können, müssen die entsprechenden Originalabspielgeräte vorhanden sein. Aus diesem Grund hat die HKB eine große Sammlung dieser Abspielgeräte an Lager. Die bisher verwendete Access-Datenbank ist veraltet und unbequem zu benutzen. Indem wir die Daten von Access auf MariaDB migrieren, erhöhen wir gleichzeitig die Datenqualität und verbessern die Struktur der Datenbank. Somit kann die Sammlung nun effektiv bewirtschaftet werden. Das Web-Frontend ermöglicht einen benutzerfreundlichen Zugriff auf die Daten. Für unterschiedliche Berechtigungsgruppen stehen unterschiedliche Funktionalitäten zur Verfügung. Die Sammlung kann angezeigt und gefiltert werden, die Geräte und Medien können bearbeitet, inaktiviert und neu erfasst werden. Die Abspielgeräte können mit Hilfe des Formulars angezeigt und hinterlegte Daten einfach erfasst werden. Die neue Applikation nutzt React als Frontend, Spring Boot als Backend und MariaDB als Datenbank. Die Datenbank wird nicht mehr lokal betrieben, sondern ist nun für alle Mitarbeiter und Studenten der HKB zugänglich. Die Software ist als Open-Source-Lösung konzipiert und die HKB plant in einem weiteren Schritt, die Software auszubauen, sodass die Sammlung auch über das Internet zugänglich wird.